Seid mir gegrüßt, ihr höchst fidelen audiophilen Tontechnik-Enthusiasten. Hier ist mal wieder der Tech-Boss und heute bin ich zurück mit einem weiteren Cheap Microphone Review. Ein Gruß geht raus an Hilmo G, der mir dieses Mikrofon empfohlen hat. Leider hat er das Timing ein bisschen versaut, denn als ich es gekauft habe, hat es 25 gekostet und jetzt kostet es gerade mal noch 15, glaube ich. 19, 15 oder 19 Euro. Das ist ein USB-Mikrofon und das ist so unverschämt billig, dass es eigentlich gar nicht funktionieren kann. Oder doch? Es handelt sich um das GBB Pro 5001 oder 5002. Hier stehen zwei Nummern drauf. Ich denke mal, das ist die Farbe, denn das gibt es in Weiß und in Schwarz. Hier steht zwar Large Condenser Microphone for Excellent Recordings, aber weiter unten im Text steht, es ist ein Beck Electret Condenser Microphone. Es ist also ein Elektret-Kondensator-Mikrofon, kein richtiges Vollkondensator-Mikrofon. Aber das macht ja nichts. Wir haben eine Nierencharakteristik, die werden wir nachher noch ausprobieren. Wir haben eine Frequency Response, also einen Frequenzverlauf von 50 bis 18.000 Hertz. Eine Empfindlichkeit von minus 38 Dezibel. Eine Ausgangsimpedanz, die bei einem USB-Mikrofon eigentlich eh kein Schwein interessiert, aber die ist hier drauf mit 250 Ohm. Wir haben eine maximale Belastbarkeit von 136 Dezibel, eine Signal-to-Noise-Ratio, also einen Rauschabstand von 76 Dezibel. 5 Volt werden wir über USB-Anschluss bekommen und außerdem wiegt das Ding 0,67 Pfund, glaube ich. Ja, das sind nicht so viele deutsche Angaben drauf. Dabei sind ein Windschutzverhüterli, ein Shock-Mount oder auch Mikrofonspinne genannt, ein Tisch, Mikrofon, Standfuß und ein USB-Kabel. Qualitativ gesprochen muss ich sagen, das Mikrofon ist okay verarbeitet. Wie gesagt, man darf den Preis nicht vergessen. Aktuell unter 20 Euro ist eigentlich eine Unverschämtheit. Aber gut, es ist aus Metall komplett. Der Korb, das Gehäuse, alles Metall. Die Stecker auf der Unterseite sind sauber verarbeitet und halten gut. Das USB-Kabel, das mitgeliefert wird, ist einigermaßen lang genug. Das hat ungefähr 2 Meter, würde ich schätzen. Und was ich auch gut finde, ist die Spinne. Die ist mal ein bisschen anders als sonst. Die ist aus Metall und hat 2 so Gummiringe, die an dem Metall angeklippt sind. Und das dämpft das Mikrofon. Funktioniert ganz gut, ist nicht zu hart und nicht zu weich aufgehängt. Alles in Butter. Das Mikrofon hat auf der Vorderseite eine blaue LED, die den Betriebsstatus anzeigt, nämlich an. Wenn sie nicht leuchtet, ist es aus. Kann man machen. Auf der Rückseite des Mikrofons befindet sich nichts. Auf der Unterseite finden wir den USB-Anschluss und einen sagenumwobenen AUX-Stecker. Warum der AUX heißt, was er für Auxiliary steht, was prinzipiell Zubehör heißt, weiß ich nicht. Man kann Kopfhörer anschließen und man kann sich selbst abhören damit. Also es ist ein latenzfreier Monitorausgang. Top! Und das für unter 20 Euro. Ich kriege immer noch einen Vogel bei dem Ding. Gut. Um das Ganze super kurz zu halten, machen wir einfach einen Soundcheck. Geht los. Ich bin nun circa 1 Zentimeter vom Mikrofon entfernt und muss meine Stimme schon stark zurückschrauben, weil ich sonst stark verzerre. Nun bin ich circa 15 cm vom Mikrofon entfernt und das ist meiner Meinung nach die optimale Entfernung. Nun bin ich circa 30 cm vom Mikrofon entfernt und spreche wieder mit normaler Stimme. Das ist schon ein bisschen viel Entfernung für ein Kondensatormikrofon, denn so werden viele Umgebungsgeräusche mit aufgenommen. Jetzt bin ich ca. 50 cm vom Mikrofon entfernt. Meine Stimme ist genauso laut wie vorher und so hört sich das an, wenn ich so weit weg bin. Nun bin ich ca. 80 bis 100 cm von dem Mikrofon entfernt und das ist die Lautstärke meiner Stimme, die noch in das Mikrofon kommt. Nimmt stark ab, würde ich sagen. Weiter würde ich eh nicht weggehen. Ich würde nicht mal so weit weggehen von dem Mic. Ist ja auch egal. Whatever. Bei dem Mikrofon gibt es ein paar Sachen, die anders sind als bei den durchschnittlichen günstigen Mikrofonen. Zum Beispiel die Halterung. Die ist zwar hier an dem Gewinde aus Plastik, hat aber interessanterweise so eine Einrastfunktion. Also man kann das Mikrofon einrasten lassen. Dadurch muss man die Schraube nicht festballern wie ein Idiot. Wenn man aber das zu oft hin und her bewegt, während die Schraube einigermaßen zugestellt ist, wie ich es gerade gemacht habe, dann wird diese Rasterung ausreißen und es wird nicht mehr so funktionieren. Man muss es festballern. Des Weiteren der latenzfreie Kopfhöreranschluss. Supergeile Sache. Finde ich echt cool. Und was ich auch bemerkenswert finde ist,
Man kann an dem Mikrofon irgendwie, zumindest schaffe ich es nicht, den Pegel nicht einstellen. Ich kann zwar den Pegel regeln in der Windows Soundsteuerung, aber das verändert den Pegel in der Aufnahme nicht. Das ist merkwürdig. Und davon abgesehen, ist es relativ unempfindlich gegen Plosive. Das finde ich bemerkenswert. Deutet aber meiner Meinung nach darauf hin, dass da eine nicht allzu große Mikrofonkapsel drin ist. Gut, wenn es einigermaßen gut klingt, ist es ja vollkommen okay. Weiterhin bemerkenswert ist das Tischstativ. Das ist nämlich komplett aus Metall, bis auf dieses Verbindungsstück, das ist mit Kunststoffverkleidung. Aber es hat einen sehr breiten Stand, was ich sehr geil finde. Die meisten sind viel schmaler. Außerdem kann man es in der Höhe verstellen. Das haben auch nicht alle, auch wenn die Höhe immer noch tischmikrofonmäßig ist, aber ist ja egal. Und es macht einen sehr wertigen und stabilen Eindruck. Pluspunkte für das Tischstativ. Coole Sache. Das ist das Schaumstoffverhüterli. Das testen wir jetzt auch noch. Das ist meine Stimme ohne Schaumstoffverhüterli und so hören sich meine Zischlaute an. Das ist meine Stimme mit dem Schaumstoffverhüterli und das sind meine Zischlaute. Habe ich schon erwähnt, dass ihr einen guten Kopfhörer aufsetzen sollt, damit ihr einen Unterschied hören könnt? Falls nicht, hiermit geschehen. Falls ihr unentschieden seid, Links zu meiner Kopfhörer-Playlist. Das Schaumstoffverhüterli ist extrem knapp bemessen. Ich habe es mit viel Mühe und Not gerade noch so drüber gekriegt, dass es den Korb komplett abdeckt. Könnte gerne etwas größer sein. Und wenn man das so drauf wieseln muss, dann läuft man auch Gefahr, dass man diesen Schaumstoff bei 4-5 Mal drauf und runter machen auseinanderreißt. Nicht optimal. Aber da das Mic eh relativ unempfindlich ist gegen Plosive, lasse ich das Ding einfach, wo es hingehört. In der Verpackung. Sonst gibt es eigentlich gar nicht viel weiter zu sagen. Kommen wir mal ein bisschen zu den Real-Life-Tests. Ich baue das Ding jetzt mal hier drauf, auf den Tischständer und dann schauen wir mal, wie sich das anhört, wenn es weiter weg ist. Eine Sekunde. Ich habe noch ganz vergessen zu erwähnen, dass natürlich auch noch ein Gewindeadapter dabei ist. Der ist aus Plastik und entsprechend mit Vorsicht zu genießen. Gut, jetzt steht das Mikrofon direkt vor mir auf dem Tisch im Abstand von ca. 30 cm. Und wenn ich jetzt irgendwas tippen würde, dann wird sich das in etwa so anhören. Und so viel Getippe kommt in das Mikrofon, wenn es in etwa 40 cm vor der Tastatur steht und nur 10 cm von meiner Stimme entfernt ist. Gesetzt den Fall, ich möchte einen Conference Call oder was ähnliches machen, also Skype oder Teamspeak, dann würde ich schätzen, dass das Mikrofon in etwa so weit weg steht. Vor dem Monitor, neben der Tastatur und wenn ich rede, klingt das in etwa so. Das ist ungefähr 50 cm Abstand. Mit ordentlich Raumhall. Gitarre. Gitarre habe ich nicht hier. Dammit. So, an dieser Stelle kommt normalerweise noch die Gitarre, aber die habe ich gerade meine Tochter ausgeliehen. Die ist also jetzt nicht hier. Ich würde aber sagen, nachdem dieses Mikrofon sowieso nicht von jemandem gekauft wird, der ernsthaft versucht, Musik aufzunehmen, lasse ich den Gitarrentest ausnahmsweise ausfallen. Sorry. Nun haben wir das Mikrofon die ganze Zeit im freien Raum gehört, in meinem Keller, Studio. Fürs Fazit gehe ich jetzt mal in die schalltote Kammer, damit wir das auch mal gehört haben. Geht los. So, nachdem ich mir vollkommen gewissenhaft nun diese ganzen Aufnahmen nochmal angehört habe, komme ich zu folgendem Fazit. Erstens, das Grundrauschen dieses Mikrofons ist super. Habe ich euch noch nicht gezeigt, wird jetzt nachgeholt. Das ist das Grundrauschen des GBB Pro 5002. Auf dem Monitoranschluss des Mikrofons, also hier direkt am Kopfhöreranschluss, ist ein leichtes Summen, so ein typisches PC-USB-Mikrofon. Geräusch, es ist nur sehr leise, stört auch nicht wirklich, weil es ist ja nur zum Abhören. Zum Gegenhören würde ich dann den Soundkartenausgang bzw. ein Interface benutzen, das ist besser. Des Weiteren ist mir aufgefallen, das Mikrofon ist aus einem sehr dünnen Material, so vom Level her ungefähr wie ein Neur NW700 oder Aukey GDG1, wie ich sie schon hatte. Und das führt dazu, dass bei Berührung ein Klang hörbar wird. Besonders doof, wenn man ein Kopfhörerkabel angeschlossen hat. Selbst das kann man hören. Ist ein bisschen doof. Muss man ja nicht unbedingt machen mit dem Kopfhörer. Aber trotzdem, auch bei lauteren Geräuschen
hat man manchmal so diesen Klang, diesen Ton von diesem Gehäuse mit auf der Aufnahme, auch wenn man nur reinspricht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen dickeres Material hätte definitiv nicht geschadet, ist aber jetzt bei weitem kein Dealbreaker, finde ich. Die Klangqualität overall, besonders für Stimmen, finde ich sehr angenehm. Es ist laut genug, auch wenn man die Lautstärke irgendwie nicht regeln kann. Vielleicht bin ich ja auch irgendwie zu blöd und check nicht, wie das geht. Kann ja sein, auch wenn ich das bezweifle. Aber, wie gesagt, die Klangqualität ist auch vom Frequenzbereich 50 bis 18.000 Hertz echt in Ordnung und klingt vor allem auch sehr gut. Also für ein Mikrofon, was gerade mal 15 Euro kostet, ist das unfassbar. Und jetzt habe ich gerade nochmal den Preis recherchiert, deswegen kann ich es so genau sagen. Es gibt das Ding ja in Schwarz und in Weiß. Und in Weiß kostet es, wie gesagt, aktuell auf Amazon, Link natürlich in der Videobeschreibung, 15 Euro und 6 Cent. Das ist geschenkt. Kostenloser Versand. Der Versand dauert nur 2 Tage, also es kommt aus Deutschland. Auch wenn der Versand Langstrecke steht, wie auch immer. Wie gesagt, 15 Euro und 6 Cent. Aber Achtung, wer das Schwarze haben will, muss aus mir vollkommen unerfindlichen Gründen ein ganzes Stück tiefer in die Tasche greifen. Dasselbe Mikrofon, nur in Schwarz. 73 Euro und 52 Cent. Warum, weiß ich nicht. Das könnte auch ein Tippfehler sein. Normalerweise kostet das Mikrofon 25 Euro oder 22 Euro, wie gesagt. Das weiße 15, das schwarze 72, 73 Euro 52. Überlegt euch vielleicht, das weiße zu kaufen, wenn ihr das haben wollt. Kleiner Tipp. Wie gesagt, alles in allem für den Preis ein wirklich absolut unschlagbares Mikrofon. Es kommt mit Tischstativ, mit Spinne, mit Windschutz, der nicht sehr effektiv ist, wie wir gehört haben, mit USB-Kabel und mit Gewindeadapter, genau. Also alles, was man braucht. Wer was braucht zum Aufnehmen, wer mal ausprobieren möchte und dabei nicht klingen möchte wie durch einen Telefonlautsprecher, GBB Pro 5002. Das reimt sich sogar. Und was sich reimt, ist gut. Ja. Ich hoffe, ihr fandet das Video hilfreich. Mein Name ist Stefan, ich bin der Techboss. Lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da und teilt meine Videos, wohin es euch auch immer verschlagen möchte. Bis zum nächsten Video, ich freue mich auf euch, macht's gut und ciao.